Nächste Frage hat der Reitschuster. Wird es eine Impfpflicht für Kinder geben oder nicht? Jens Spahn verspricht nein, aber ist dem zu trauen? Hallo erstmal aus der Hauptstadt, wo jetzt wieder fast der Winter eingebrochen ist. Gestern, vorgestern noch richtig heiß hier. Heiß wurde mir heute nur in der Bundespressekonferenz. Da war Herr Wieler, Herr Spahn und Frau Karliczek, die Forschungsministerin. Und weil das die Leser so sehr bewegt, weil ich das gesehen habe an den Reaktionen auf meine Artikel auf der Seite, habe ich gleich das gefragt heute beim Minister. Schauen Sie sich die Szene an. Der Minister sagt wieder sehr viel, aber hören Sie gut zu. Dann geht es weiter mit Herrn Reitschuster. Alle, die jetzt noch Fragen hier online senden, mache ich wenig Hoffnung, dass sie noch drankommen. Ich tue aber mein Bestes. Herr Spahn, Reitschuster, Kinderärzte warnen vor einer Notzulassung der Impfung für Kinder. Sie sagen auch, man müsse aufpassen, dass man die Kinder nicht dafür impft, um die Erwachsenen zu schützen, weil das Risiko bei Kindern ja nicht so groß ist. Wie stehen Sie dazu und wie sind die Pläne gegebenenfalls bei einer Notfallzulassung? Danke. Übrigens, die europäische Lösung kam mir gerade wieder, wurde auf einem europäischen Rat sogar im Januar beschlossen und war der Startpunkt. Aber was die Frage Kinder, Jugendliche angeht, gibt es ja wieder zwei verschiedene oder drei verschiedene Aspekte. Das erste ist die Frage der Zulassung. Und BioNTech Pfizer haben für die Europäische Union eine Zulassung beantragt, die keine Notfallzulassung wird, sondern wenn dann die Zulassung, wie wir sie jetzt schon kennen. Das wäre ein unterschiedlicher Ansatz als die Vereinigten Staaten in der Frage der Zulassung. Wenn es eine Zulassung geben sollte, wo wir Stand heute, denke ich, optimistisch sein können, aber man weiß nie, dann wird es ein Interesse an dieser Impfung geben bei 12- bis 18-Jährigen wie bei den Eltern. Am Ende ist es ja eine freiwillige Entscheidung. Eine freiwillige Entscheidung der Eltern oder ab einem bestimmten Alter auch der Jugendlichen selbst, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Und dann auch eine Entscheidung, die man ja gemeinsam mit dem impfenden Arzt trifft. Das gilt aber für jede Impfung, egal ob ich 16 bin oder 60. Das ist eine individuelle Entscheidung, ob, und es ist eine Entscheidung mit dem Arzt, wann und wie. Hinzu kann kommen eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Beispiel, wann sie besonders angezeigt ist. Aber die Zulassung ist ja davon unberührt. Das sind zwei verschiedene Aspekte. Und ich nehme jedenfalls wahr, ich glaube, so ist die Debatte auch mit Blick auf Schulen. Es geht übrigens hier nicht um Urlaub, wie ich heute Morgen gelesen habe. Es geht darum, dass wir in einer Pandemie sind. Das ist der Punkt. Und in einer Pandemie es um die Frage geht, ja, wie ist der individuelle Schutz, aber natürlich auch, wie ist der Gruppenschutz? Und beide Argumente eine Rolle spielen in der Abwägung. Und wir gerade in dieser Pandemie erlebt haben, wie hart es ist für Kinder wie für Eltern, wenn Schule und die Aktivitäten miteinander nicht so stattfinden können, weil die Schule vor allem ein Risiko für die Älteren ist. Nämlich dadurch, dass in einer Drehscheibe sozusagen die Viren dann in alle Familien getragen werden. Und all diese Aspekte spielen eine Rolle. Mir ist nur eins wichtig, es bleibt natürlich unbedingt bei einer freiwilligen Impfung. Das ist eine Entscheidung der Eltern mit den Kindern und den Ärzten. Wenn es eine entsprechende Zulassung gibt und entsprechende Empfehlungen zum Impfen fließen dann damit ein. Aber die Entscheidung bleibt trotzdem bei den Eltern und den Kindern. Eine Zusatzfrage? Sehr viele Eltern haben Angst, dass es nicht bei dieser Freiwilligkeit bleibt. Sie sagen, auch bei den Erwachsenen gäbe es einen hohen indirekten Impfdruck. Und der Ärztetag hat ja schon gesagt, Bildung nur noch bei Impfung garantiert von Kindern. Wie können Sie den Eltern diese Angst nehmen? Indem ich sage, dass es keine verpflichtende Impfung geben wird. Frau Karliczek. Ich würde das gerne noch einmal unter einem Punkt ergänzen. Wir kriegen jetzt dann hoffentlich bald die Impfmöglichkeit für 12- bis 15-Jährige. Und wir wissen, dass die Studien für die Kleineren noch länger dauern. Und auch unter diesem Gesichtspunkt möchte ich sehr dafür werben. Denn ein wichtiger Punkt ist ja, dass er auch weitgehend vor Infektionen schützt. Und da natürlich die älteren Kinder dann häufig auch noch jüngere Geschwister haben, ist das im Griffkriegen einer Pandemie natürlich gerade dort gegeben oder ist viel schwieriger, wenn eben wenig junge Menschen sich impfen lassen. Also je mehr Menschen sich impfen lassen, je besser schützen wir die, die wir auch noch nicht impfen können. Und das ist natürlich für die Frage, wie viel Schulbetrieb ist denn unter ganz normalen Bedingungen oder unter relativ normalen Bedingungen ab dem Herbst möglich? Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Und das müssen wir, glaube ich, viel deutlicher sagen. Und ein zweiter Punkt ist, Long-Covid kann auch junge Menschen betreffen und man weiß es noch nicht. Wir werden demnächst uns noch mal explizit mit einer Förderung beschäftigen, um Long-Covid noch mal besser zu entschlüsseln, worauf es zurückzuführen ist. Aber auch die Erkenntnisse dauern natürlich eine Zeit. Und jeder, der sich ansteckt, ist potenziell auch jemand, der langfristig Schäden davon trägt. Und insofern kann man unter normalen Umständen das Impfen sehr empfehlen. Ja, ist das ein Versprechen, dass die Impfpflicht nicht kommt? Ich fürchte, das ist meine ganz persönliche Meinung, und das hat der Minister nicht ausgeschlossen, dass es so sein wird wie jetzt schon bei der Impfung, dass man keine formale Impfpflicht hat, dass aber massiver Druck ausgeübt wird. Und so funktioniert das jetzt auch schon, zum Beispiel in Berlin. Da weiß ich das eben, wenn sich Kinder nicht impfen lassen, nicht testen lassen, beziehungsweise die Eltern das nicht wollen, dann können sie nicht in die Schule und dann müssen sich die Eltern selber darum kümmern. Belegte Fälle. Ich fürchte, dass es bei dem Impfen für Kinder in die gleiche Richtung geht. Und nicht eingegangen ist der Minister in meinen Augen auch auf diesen sehr, sehr wichtigen Aspekt, dass von der Gruppe, die jetzt geimpft werden soll, ab August, wenn die Zulassung kommt, 12 bis 19, glaube ich, dass davon sogar noch von einer etwas größeren Gruppe bislang seit Beginn der ganzen Corona-Krise weniger als 10 ums Leben gekommen sind, was in jedem Einzelfall schrecklich ist, aber auch da weiß man nicht mit Corona an Corona. Und die dann einer faktischen Impfpflicht oder einem Impfdruck zu unterziehen, diese Gruppe. Das halte ich für sehr, sehr bedenklich, zumal jetzt immer auf Long-Covid verwiesen wird, aber auch da haben sich Kinderärzte jetzt gerade auch in Berlin und auch vom Verband verwehrt gegen diesen Eindruck, der in den Medien entsteht, dass das schon so ein großes Problem sei. Da heißt es, dass dieses Problem etwas aufgebauscht wird und man bei diesem Long-Covid nicht diese dramatische Entwicklung sieht, wie sie oft dargestellt wird. Was bei der Spahn-Pressekonferenz noch sehr bemerkenswert war, auf der einen Seite wurde immer gesagt, ja, Entspannung, Zahlen gehen zurück, Intensivstationen weniger belastet. Also eigentlich an allen Fronten so etwas wie eine Entwarnung, aber es gibt keine Entwarnung, sondern es heißt dann immer vorsichtig sein und trotzdem und noch nicht öffnen. Spahn sagte dann zum Beispiel, andere Länder mit gleicher Entwicklung, die würden auch noch nicht öffnen. Ich weiß nicht, auf welche er sich da bezog. Vielleicht gibt es solche Länder. Man findet ja für alles irgendwo ein Beispiel. Aber ich weiß von Ländern, die eine schlechtere Zahlen haben und schon mehr öffnen. Die Schweiz hat vergleichbare Zahlen, hat früher geöffnet und ohne Bundesnotbremse bis jetzt vergleichbare Zahlen. Was da Herr Spahn vergleicht, kann ich offen gestanden nicht so recht nachvollziehen. Und was mich eben hier so sehr gewundert hat, gute Zahlen. Und dennoch auch wieder heute hier die Aufforderung, ja, sobald sich was ändert, wieder die Erleichterungen zurücknehmen. Welche Erleichterungen? Und für mich hat sich da irgendwo der Eindruck verdichtet, dass wir irgendwo falsch abgebogen sind in dieser ganzen Sache. Es hieß ja zuerst die Risikogruppen schützen, vor allem die Älteren und Alten. Klingt vernünftig. Jetzt sind die ja laut offiziellen Angaben geschützt. Die sind ja massiv geimpft, ist die Impfquote riesig und wen schützen wir dann jetzt? Jetzt heißt es Long-Covid, umgekehrt heißt es aber Long-Covid noch keine sicheren Erkenntnisse, hat man hier auch gesagt. Und viele sagen, das sei von den Langzeitwirkungen her vergleichbar mit anderen Atemwegserkrankungen. Also wenn man das Ganze einmal wirklich kritisch hinterfragt, was ja leider so selten geschieht, dann sind da ganz, ganz viele Fragen. Wir haben die Risikogruppen geschützt. Wir hatten 4% der Belegungen auf Intensivstationen im Jahresdurchschnitt im letzten Jahr mit Covid-Patienten. Wir haben jetzt selber eine Situation auf den Intensivstationen, die sich weiter entspannt, die immer noch angespannt ist, aber die war ja früher schon angespannt. Das kam ja jetzt heraus, dass die schon vor Jahren angespannt war. Und für mich gibt es da Fragen über Fragen und meine persönliche Meinung ist, dass der Verdacht hier sehr erhärtet ist, dass sich hier
irgendein Fehler eingeschlichen hat, dass es hier Automatismen gibt, die es nicht geben sollte und dass wir irgendwo falsch abgebogen sind und dass in diesem Corona-Fanatismus, den wir ja heute in vielerlei Hinsicht haben, der ja fast schon religiöse Züge trägt, dass es hier irgendwo eine Fehlerhaftigkeit in den Kausalzusammenhängen gibt. Manches wird da auch, ist unschön. Also Herr Wieler hat einerseits von dieser Entspannung gesprochen, umgekehrt sagt er dann wieder zum Beispiel bei den Todeszahlen, nennt er die wöchentlichen über 1000 und es wurden immer die Tageszahlen genannt. Und da habe ich ein bisschen den Eindruck, wenn er das dann so nennt, dass das genannt wird, um die Zahl höher zu haben. Warum sagt man dann nicht im Schnitt täglich? Und das wären dann sehr viel geringere Zahlen. Dann wurde auch wieder bei Kindern, hieß es, ja, am meisten jetzt Kinder und Jugendliche betroffen. Ja. Herr Wieler, wenn wir Zwangstests dort machen und woanders nichts, dann ist das doch, also da brauche ich keine mathematische Fortbildung, um zu verstehen, dass dann auch mehr Fälle in diesen Gruppen hier festgestellt werden. Und so wie Herr Wieler das dann rüberbringt, klingt das aber so, als seien die jetzt besonders gefährdet. Und ich weiß nicht, ob es Manipulationen sind, aber der Effekt ist in meinen Augen manipulativ. Das, was dabei dann rauskommt, ob das nun beabsichtigt ist von vornherein oder nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Dann waren heute wieder die Fragen mit der Impfung, mit der Aufhebung von Lizenzen, das ist bei den Kollegen immer wieder und natürlich Taratuka-Land und es wäre wunderschön, alles für alle kostenlos, aber da hat der Minister dann auch sehr richtig geantwortet, wenn wir das so machen, dann haben wir eben bei der nächsten Pandemie keine Unternehmen mehr, die etwas vorher forschen konnten, also sehr, sehr schwierige Fragen hier. Jetzt schneide ich Ihnen hier noch ein bisschen etwas zusammen aus der Spahn-Pressekonferenz, wobei ich eben auch noch sehr bemerkenswert fand, dass Frau Karliczek, die Forschungsministerin, sagte, dass die Impfung vor Infektionen schützt. Das ist mir so neu, da verwechsle ich wahrscheinlich irgendetwas. Also ich habe bisher nur gehört, dass sie das Ansteckungsrisiko verhindere und dass sie vor schweren Verläufen schützt. Aber das Forschungsministerium ist da offenbar weiter oder es wird etwas verwechselt. Aber jetzt die paar Stellen. Heute geht es unter anderem auch mit Blick auf die Forschungsförderung um die Frage, wie wir besser und dauerhaft mit diesem Virus werden leben können, leben auch lernen können. Das Virus wird bleiben. Die Frage ist, erstens, bekommen wir es unter Kontrolle? Dazu hilft vor allem auch das Impfen. Lernen wir auch immer besser selbst mit Viren übrigens, es gilt über dieses Virus hinaus im Alltag umzugehen, auch in der Frage von Alltagsregeln. Eigentlich haben wir genau eine Wahl, entweder man wird geimpft oder man wird infiziert im Laufe seines Lebens. Jeder wird dieses Virus sozusagen erleben im wahrsten Sinne des Wortes und ich würde im Zweifel immer empfehlen, die Immunität durch Impfung erreichen zu wollen. Zur Lage allgemein ist mir einmal mehr wichtig, gerade in dieser Woche, wo wir alle aus einem Wochenende kommen, nicht in ganz Deutschland, aber doch in weiten Teilen Deutschlands mit gutem Wetter und spürbarer guter Laune und Zuversicht und in ein verlängertes Wochenende gehen mit Christi Himmelfahrt morgen, dass wir jetzt zuversichtlich sind, dass die gute Laune zurückkehrt, ist ja erstmal gut und die Zuversicht. Aber wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass die Zuversicht nicht zu Übermut wird. Herr Spahn, ich hätte ganz gerne zu der Impfstoffbestellung gefragt. Sie hatten bei der EU-Kommission darauf gedrungen, dass künftig man nicht nur auf einen Impfstoff setzt, sondern auf mehrere. Ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, weil Sie ja gesagt haben, zwei mRNA-Impfstoffe, welche das eigentlich sein sollen. Also BioNTech ist schon bestellt. Sollte das zweite dann der deutsche Hersteller CureVac sein oder denken Sie da an einen anderen? Und wie ist die Resonanz, die Sie aus den anderen Ländern und von der EU-Kommission zu Ihrem Vorschlag bekommen haben? Grundsätzlich gibt es eine sehr, sehr hohe positive Resonanz. Das ist ja nicht nur ein Vorschlag von Deutschland. Auch die französische Regierung hat einen ähnlichen Vorschlag gemacht. Wir werden unter portugiesischem Vorsitz in der nächsten Woche einen Ministerrat haben, der sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Wir nennen das den Portfolioansatz, also eben nicht nur auf einen Impfstoff zu setzen, auch für 2022, 2023, sondern auf mehrere. Welche jetzt konkret, ist natürlich jetzt Verhandlungssache. Eine Nachfrage? Eine Nachfrage, wenn Sie explizit zwei nennen und wir zwei mRNA-Hersteller in Deutschland haben, dann müssten Sie ja vielleicht doch sagen, ob Sie dabei an den deutschen Hersteller CureVac denken oder an einen anderen, denn dann wäre CureVac ja nicht mehr im Spiel.
Nee, ist ja gar nicht der. Also erstmal hat CureVac bis hierhin noch gar keine Zulassung. Ich freue mich jetzt erstmal sehr auf den Zeitpunkt, der hoffentlich bald erreicht wird, dass wir eine Zulassung auch bei CureVac haben. Und dann ist es wirklich eine Verhandlungssache. Das ist gut. Herr Jung. Ich beeile mich mit zwei Fragen an die beiden Minister. Frau Kalitschek, Schulkinder und junge Erwachsene sind am meisten betroffen aktuell. Das hat Herr Wieler gerade nochmal gesagt. Herr Wieler hält auch die Inzidenzgrenzen für Schulschließung für viel zu hoch. Sie haben sogar die Inzidenzgrenze von 200 noch verteidigt. Warum wissen Sie es eigentlich besser als das RKI, wenn Sie gerade selbst gesagt haben, dass nur Long-Covid langfristige Schäden auch bei Kindern bedeutet? Soll ich anfangen? Es geht bei Kindern und Jugendlichen und bei der Frage um Bildung immer um einen schwierigen Abwägungsprozess. Wie lange können wir Bildungseinrichtungen offen halten und wann müssen wir eben unter Gesundheitsgesichtspunkten eben dafür sorgen, dass sie geschlossen werden und dass der Unterricht dann im Distanz- oder, wenn es noch geht, im Wechselunterricht stattfindet. Danach gab es dann noch die normale Regierungssprecherpressekonferenz. Da habe ich auch noch mal zwei Fragen zu Covid gehabt. Zum einen noch mal nach der Erkrankung bzw. nach dem Positivtest von Seehofer hatte ich die Frage gestellt, wie es denn mit den Zahlen ist, wenn mir da nicht nachgereicht wurde. Schauen Sie sich das noch mal an. Herr Reitschuster hat das Wort. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Gülde. Und zwar habe ich vergangene Woche Frau Nauber gefragt, ob es Erkenntnisse, Zahlen darüber gibt, wie hoch der Anteil von Geimpften an positiv Getesteten, Erkrankten und Toten ist. Sie sagte, sie liefere es nach, wenn es vorliegt. Es kam keine Nachlieferung, darum gehe ich davon aus, dass es nicht vorliegt. Darum heute die Frage, planen Sie das zu erheben? Wenn ja, wann? Wenn nicht, warum nicht? Herr Reitschuster, das muss ich in der Tat nachreichen. Mir liegen solche Zahlen nicht vor. Es gibt vereinzelte Studien zu dieser Frage, die darauf hindeuten, dass von Geimpften und Genesenen keine Gefahr dahingehend ausgeht, dass sie für die Infektionsepidemiologie eine herausragende Rolle spielen. Das heißt, es kann in Einzelfällen tatsächlich dazu kommen, dass Menschen sich erneut infizieren, beziehungsweise auch, dass sie andere infizieren. Aber es gibt zurzeit keine Hinweise darauf, dass dies für die Infektionsepidemiologie eine Rolle spielt. Da reden wir jetzt, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbei, weil es ist ja schon das Problem, dass die Nachreichung nicht kam. Und die Frage ist ja, plant man diese Zahlen zu erheben? Ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? Wie gesagt, Herr Reitschuster, das muss ich nachreichen. Aber dann bitte wirklich nachreichen diesmal. Ja, in meinen Augen geht da die Antwort. Am Anfang ging sie an der Frage vorbei und zum Schluss, also ich hoffe, dass es diesmal wirklich nachgereicht wird. Und ich habe einen ganzen Artikel auf der Seite zu dieser Seehofer-Testung. Und das ist ganz interessant, weil früher war es ja immer ein Jungteam, das ein Test, dass der also einwandfrei eine Infektion nachweist. Jetzt ist der Seehofer aber schon geimpft. Und jetzt plötzlich im Fernsehen bei RTL, da kommt dann ein Arzt und der sagt plötzlich das, was man vorher noch bei Leuten wie mir als Ketzerei, als Gottes- oder Corona-Lästerung diffamiert hätte, dass da ja eben nur Viruspartikel an den Schleimhäuten nachgewiesen wurden. Also interessant, wenn es andere sagen, da seien nur Viruspartikel an den Schleimhäuten, dann ist es was ganz, ganz Böses. Wenn das bei jemand ist, der geimpft war, wie dem Herrn Seehofer, dann kommt es jetzt im Fernsehen. Spannend. Ich hatte dann auch noch eine zweite Frage zu den Patienten aus dem Ausland in deutschen Covid-Stationen. Reitschuster nochmal zum Thema Corona. Noch eine Frage an Herrn Gülde. Gibt es aktuell ausländische Patienten aus dem Ausland eingeflogen, also nicht ausländische Staatsbürger, in den deutschen Intensivstationen mit Covid-19? Danke. Meines Wissens ja. Also letztlich ist es so, dass die Länder ja für die Krankenhausplanung zuständig sind. Ich weiß nicht, gegebenenfalls, ob Sie da ergänzen können. Es ist ja so, dass es dafür gibt es ein reguläres Verfahren, das die anderen europäischen Mitgliedstaaten über das ECDC Anfragen stellen können. Und das RKI leitet diese dann an die Länder weiter und diese nehmen dann Patienten auf. Ob derzeit sich noch Patienten aus dem Ausland in Intensivstationen befinden, kann ich aktuell nicht sagen. Es sind Patienten tatsächlich aufgenommen worden aus unterschiedlichen Staaten, meines Wissens Belgien, auch aus der Slowakei. Ob die jetzt aber derzeit noch auf sich den Intensivstationen befinden, das weiß ich nicht. Noch eine Nachfrage? Können Sie es nachliefern? Und Sie sprachen von der Entwicklung vielleicht ganz kurz. Wie viele waren das in den vergangenen Monaten, weil Sie es ja ansprachen? Danke. Ich kann sicherlich die Zahl nachliefern, wie viele Patienten aufgenommen wurden, wie viel aber noch auf den Intensivstationen derzeit sind. Da müsste ich Sie bitten, sich an die Länder zu wenden.
Also auf gut Deutsch nichts Genaues. Weiß man nicht, was mich sehr wundert, weil wenn die Lage wirklich so dramatisch ist, dann müsste doch da ein Informationsaustausch auch stattfinden über das Auswärtige Amt, dass man sieht, wo gibt es hier Möglichkeiten, wo kann man noch Leute unterbringen oder auch nicht. Und finde ich ein bisschen seltsam, dass man da nicht antworten konnte, aber zumindest hatte man es nicht parat. Dann ging es nochmal um den Armutsbericht und ich hoffe sehr, dass ich mich verhört habe. Also ich hoffe wirklich sehr, dass ich mich verhört habe. Kommt vor bei mir, höre manchmal schlecht, bin nicht konzentriert, so wie ich es gehört habe. Ich hoffe, ich irre mich. Wir werden es jetzt einspielen. Sie sind dann klüger. Hat der Kollege Jung doch tatsächlich gesagt, dass Deutschland die größte Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich habe, so habe ich es verstanden, zwischen unter allen europäischen Ländern. Hören wir uns die Stelle an, ob ich mich geirrt habe oder nicht. Fangen wir doch gleich mal von hinten an und gehen nach vorne. Herr Jung, Sie haben eine Frage zu dem Bericht. Sie hatten die Vermögensungleichheit angesprochen, Herr Seibert, und dass man da noch besser werden muss. Die Ungleichheit in Deutschland ist ja so krass und so massiv wie in keinem anderen europäischen Land. Was gedenken Sie denn da konkret zu tun? Also Vermögensteuer wieder einführen, eine echte Erbschaftssteuer. Das sind also die Ideen. Bei beiden von Ihnen genannten Vorschlägen handelt es sich nicht um Pläne der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode und darüber hinaus kann ich selbstverständlich nicht sprechen. Ich rate sehr, diesen Bericht sich anzuschauen, denn er zeigt, dass es tatsächlich positive Entwicklungen gegeben hat bis hin zum Ende dieses Berichtszeitraums 2019, was auch quasi dann der Übergang in die Pandemie ist. Und nun werden wir sehen, wie sich die Pandemie ausgewirkt hat. Klar ist schon, dass sie ein Schlaglicht geworfen hat auf Bildungschancengerechtigkeit. Das ist natürlich klar, dass es... Wenn ich mich geirrt habe, dann entschuldige ich mich hiermit, nehme alles zurück. Wenn ich mich nicht geirrt habe, dann ist das phänomenal, weil ich habe ja lange in Russland gelebt. Ich kenne Weißrussland, ich kenne die Ukraine, ich kenne wirklich viele Länder und... zu sagen, Deutschland, wo wirklich die Abgabenlast eine der höchsten weltweit ist, wo die Umverteilung wirklich stark ist und wo es natürlich noch Ungerechtigkeiten gibt, ganz, ganz klar. Aber dann zu sagen, Deutschland sei das ungerechteste Land hier oder mit der größten Schere, das halte ich für erstaunlich. Und noch erstaunlicher halte ich es dann, wenn die Regierung das so durchgehen lässt und da nicht widerspricht. Also, wie gesagt, hoffentlich habe ich mich geirrt und dann war das Ganze jetzt hier theoretisch. Und jetzt das Rätsels Auflösung. Hier sehen Sie den Gini-Index für die Ungerechtigkeit. Je roter die Einfärbung, desto ungerechter. Und Sie sehen ganz klar, Deutschland hier in Europa nicht am ersten Platz. Russland ist mehr in Rot eingefärbt. Schweden ist mehr in Rot eingefärbt. Auch die Ukraine hat einen schlechteren Gini-Index. So zumindest meine erste oberflächliche Recherche, wobei sehr umstritten ist, welche Werte hier herangezogen werden können. Aber auf jeden Fall Deutschland nicht an Nummer 1, schon gar nicht europaweit und offenbar auch nicht EU-weit. Das Ergebnis einer ersten Schnellrecherche. Sehr viel diskutiert wurde dann auch noch über Israel und da wundere ich mich sehr, weil es hier ja immer der Vorwurf an konservative, bürgerliche, liberale ist. Die werden dann wirklich aufs Übelste als Antisemiten diffamiert, wie der Herr Maaßen. Hat sich jetzt die nordrhein-westfälische jüdische Gemeinde oder mehrere Gemeinden haben sich dagegen verwehrt, Gott sei Dank. Die haben gesagt, das ist eine Instrumentalisierung des Antisemitismus und so ist es auch. Und heute kam dann doch wieder in meinen Augen durch, also dass die Sympathien, so klang das für mich, mehrheitlich nicht bei Israel sind und dass man sich hier echauffiert, dass israelische Abwehrangriffe dann auch Wohnhäuser trafen, aber es ist nun mal so, darum wollte ich das auch nochmal konstatieren, dass eben die Hamas Privatpersonen als Geisel nimmt, weil sie ihre Raketenabwurfgeschosse in Vierteln mit Wohnhäusern aufstellen und teilweise auch gezielt dann in Wohnhäusern bringen. Und wenn da nur der eine Teil dann gebracht wird, dann ist das in meinen Augen grob verzerrend und Gott sei Dank wurde das richtig gestellt. Schauen Sie sich das hier an. Die Bundesregierung verurteilt diese fortdauernden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelische Städte auf das Schärfste.
Diese Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese Angriffe zu wehren. Herr Jugend, starten wir da. Also zu der Verurteilung des Terrors der Hamas und der Raketen würde ich gerne wissen, wie Sie denn die Luftangriffe der Israelis auf Gaza beurteilen. Verurteilen Sie die auch? Sie haben mich sicherlich gerade gut gehört. Israel hat das Recht, sich im Rahmen der Selbstverteidigung gegen diese fortwährenden Raketenangriffe aus dem Gazastreifen zu wehren. Das heißt, Sie verurteilen die Luftangriffe nicht in Gaza, wo ein Wohnhaus getroffen wurde, wo Kinder gestorben sind? An einem Tag wie heute ist unsere Haltung sehr klar. Die terroristischen Raketenangriffe auf Israel müssen aufhören. Das ist das, was jetzt passieren muss, damit insgesamt nicht noch mehr Menschen sterben. Natürlich ist jeder Mensch, der stirbt, ein Mensch, um den man trauern muss. Und natürlich, aber es gibt eben Folge und Wirkung, Ursache und Wirkung. Und das habe ich hier benannt. Dann habe ich Herrn Reitschuster zu diesem Thema als nächstes auf meiner Liste. Herr Bürger, die Vizebürgermeisterin von Jerusalem sagt, die Kritik von Heiko Maas an Israel sei, Anführungszeichen, höchst unanständig. Weiter sagt sie, es sei unanständig, wenn man so tut, als sei Israel in der Schuld und Deeskalation von beiden Seiten fordert. Wie stehen Sie zu dieser Kritik aus Israel? Danke. Ja, ich glaube, der Außenminister hat in den vergangenen Tagen keine Kritik an Israel geübt. Die Äußerungen, auf die Sie anspielen, beziehen sich, glaube ich, auf eine Äußerung, die der Vizebürgermeisterin vielleicht etwas verspätet vorgelegt wurde. Hat sich, glaube ich, die Situation einfach in der Zwischenzeit geändert. Noch eine Nachfrage? So wie es die Bild schreibt, wenn das stimmt, bezieht sich das explizit auf diesen Tweet, den Sie erwähnt haben, um 21 Uhr abends. Also die beziehen das explizit darauf. Aber lassen Sie mich es kurz nochmal umformulieren. Die Bundesregierung hat die Verständnis dafür, dass man in Israel das sehr sensibel sieht, wenn in Deutschland so viel Sympathie für die Angriffe geäußert wird. Und wenn es dann immer heißt, man muss das verurteilen, wenn sich Israel wehrt. Vielleicht auch an Herrn Seibert. Wie sieht die Bundeskanzlerin das? Danke. Also der Außenminister hat sich wirklich völlig unmissverständlich geäußert. Zuletzt noch mal heute, gestern Abend am Rande seines Besuchs in Rom. Und er hat völlig klar gemacht, bei wem die Verantwortung für diese Eskalation liegt, nämlich bei der Hamas, die diese Eskalation willkürlich herbeigeführt hat und aus unserer Sicht völlig sinnlos. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Ja, ich denke, die Bürger und Bürgerinnen Israels wissen, dass die Sicherheit Israels für die Bundesregierung nicht verhandelbar ist, dass diese Sicherheit des israelischen Staates für uns ein ganz entscheidender Teil unserer Außenpolitik ist und immer war. Da hätte man nun natürlich nachfragen können, warum dann die Bundesregierung regelmäßig in der UNO gegen Israel stimmt und zwar sogar oft zusammen mit Staaten, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Kritiker sagen seit langem, dass die UNO-Entscheidungen der Bundesregierung sich massiv gegen Israel richten. Das wären alles noch Fragen gewesen, aber es ist ja eine Pressekonferenz und keine Talkshow, wie oft richtig angemerkt wird. Das schließt nicht aus, dass wir zu einzelnen Maßnahmen der israelischen Regierung unterschiedlicher Meinung sein können als die israelische Regierung. Aber in diesem Fall, und deswegen habe ich das ja vorhin so klar gesagt, wo Israel sich unter Dauerbeschuss von Raketen aus dem Gazastreifen befindet, ist ganz klar, dass wir das verurteilen und dass das aufhören muss. Herr Tufik Nia. Herr Seibert, zwei Fragen. Gilt das Prinzip der Selbstverteidigung auch für die Palästinenser in ihrem Kampf gegen die israelische Besatzung? Herr Tufik Nia, wir machen eine Frage. Ich setze Sie wieder auf die Liste. Okay, alles klar. Ich habe davon gesprochen, dass wir uns, und zwar seit vielen Jahren, wünschen, dass es zu einem Dialog kommt, dass es zu einem Prozess kommt, der die Bedürfnisse, die Interessen der palästinensischen Seite ebenso berücksichtigt und der dazu führt, dass es zwischen beiden Seiten ein ausgehandeltes Abkommen gibt. Denn das ist für beide Seiten der Garant auf langfristige Stabilität und Sicherheit. Hier haben wir es jetzt, und das kann ich nicht Selbstverteidigung nennen, mit fortwährenden, über drei Tage dauernden, tausendfachen Abschüssen von Raketen aus dem Gazastreifen auf die israelische Zivilbevölkerung vollkommen wahllos mit der Absicht zu töten zu tun. Und dazu haben wir ganz klar unsere Haltung ausgedrückt. Die Frage war, ob es ein generelles Prinzip der Selbstverteidigung gibt. Also haben die Palästinenser das Recht, sich zu verteidigen?
auch wenn das jetzt heute nicht der Fall ist, generell. Herr Jung ist als nächstes dran. Herr Boger, dass die Reaktion der Israelis auf Raketen richtig ist, das ist ja klar, aber Sie haben auch gerade das Völkerrecht angesprochen und da gibt es auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Halten Sie die Luftangriffe auf Wohngebiete in Gaza für verhältnismäßig als Reaktion auf die Rakete? Also ganz grundsätzlich gilt natürlich überall und in allen Konflikten, dass die Regeln des humanitären Völkerrechts, dazu gehört eben auch das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, einzuhalten ist. Es ist auch deshalb gerade im Kontext von Gaza besonders schwer von außen zu beurteilen und, glaube ich, eine gewisse Vorsicht in der Beurteilung geboten, weil es eine lange bekannte Taktik der Hamas ist, zivile Einrichtungen und Wohnhäuser für ihre Waffen und Quartiere zu nutzen. Herr Burger, nur noch mal eine Verständnisfrage, was das Recht auf Selbstverteidigung der Palästinenser angeht. Generell haben also die Palästinenser nicht das Recht auf Selbstverteidigung, weil sie kein Staat sind, sondern nur ein Volk sind. Und eine Frage an Herrn Seibert. Wieso fällt es Ihnen so schwer, das Töten der palästinensischen Kinder durch die israelische Luftwaffe zu verurteilen, Herr Seibert? Ich habe dem, was ich gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ja, ich auch nicht. Gut, dann habe ich Herrn Reitschuster noch mal dazu. Und dann hat sich eigentlich schon erledigt, aber noch mal explizit. Ja. Sie haben es schon gesagt, die Hamas ist dafür bekannt, dass sie gezielt aus Wohngebieten Israel beschießt. Und das ist dann oft so, dass Israel darauf reagiert als Selbstverteidigung, habe ich richtig verstanden, weil gezielt aus Wohngebieten in der Vergangenheit oft Israel beschossen wurde. Wenn Sie mich so paraphrasieren möchten, habe ich jetzt keinen Widerspruch entdeckt. Danke. So, vielleicht schneide ich jetzt noch was rein, wenn es was Interessantes gab. Jetzt hier die Sollbruchstelle. Nochmal das Gesundheitsministerium. Es geht um Impfen von Kindern und Jugendlichen. Da steht ja noch die EMA-Zulassung für BioNTech aus. Aber ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, wie weit die Gespräche mit den Ländern sind, der Vorbereitung auf den Zeitpunkt, wo geimpft werden kann. Gibt es da konkrete Ergebnisse, ob in Schulen geimpft wird, ob das mit verminderten Impfdosen zum Beispiel geschehen soll? Vielleicht können Sie uns dazu einiges sagen. Also die Frage, wie solche Impfungen dann, wenn eine Zulassung der EMA vorliegt und auch eine entsprechende Empfehlung seitens der Ständigen Impfkommission, die wird derzeit mit den Ländern und den zuständigen Verbänden der Ärzteschaft erörtert. Ergebnisse kann ich Ihnen aber derzeit noch nicht mitteilen. Also die Frage, wie das konkret dann auch ablaufen wird, das ist derzeit noch Gegenstand der Gespräche. So, wenn Sie noch etwas gesehen haben, hoffe ich, das war nicht so lange. Wenn Sie nichts gesehen haben, verzeihen Sie mir es. Heute ist mein Geburtstag und ich habe mich entschlossen, trotzdem hier reinzugehen. Und ich sage das aber nur deshalb, weil ich unglaublich viele Glückwünsche bekommen habe und das hat mich sehr gefreut. Ich werde es auch nicht schaffen, alle persönlich zu beantworten. Bitte ich vielmals um Entschuldigung. Hier an alle ein ganz herzliches Dankeschön. Und mein Team hat mir einen Film gemacht, wo sie zusammengeschnitten haben, wo Leute überall Reklame für meine Seite machen. Und diesen Film werde ich etwas später dann auch noch getrennt hier reinstellen auf YouTube. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass Sie da waren. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Ciao. Halt, bevor ich es vergesse, ein Arzt, der für meine Seite schreibt, der ist in sehr leitender Funktion tätig in einem großen deutschen Klinikum und deshalb schreibt er ohne Namen. Der hat ganz interessante Dinge heute geschrieben und zwar von einem der renommiertesten oder einem renommierten Institut in den USA, Cambridge, kommt die Erkenntnis, dass PCR-Tests auch dann ausschlagen können, positiv, wenn gar keine Viruspartikel zu finden sind. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Ich bin kein Mediziner. Das müssen Sie auf der Seite lesen, weil es mir zu kompliziert ist, um Ihnen das jetzt hier zu erklären. Und es wäre dann ein gefundenes Fressen für die Faktenchecker, die wieder ungenau, ungeheim aktiv sind mit ihren alten Methoden, aktuell wieder korrektiv. Man unterstellt irgendwelche Aussagen, die gar nicht da sind und widerlegt die dann. Also wirklich wie aus dem Propagandalehrbuch. Aber nicht mal ignorieren, wie Franz Josef Strauß gesagt hätte. In diesem Sinne alles Gute. Danke. Ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster.
Und hier noch ein Geschenk, das ich heute bekommen habe von meinem Team. Die haben sich was einfallen lassen. Danke, danke, danke an alle. Ja, ein schönes Backstage habe ich wieder nicht, aber dafür erzähle ich Ihnen wieder eine Geschichte und wieder eine Putin-Geschichte, auch wieder aus erster Hand. Und zwar ist die russische Technik ja dafür bekannt, dass sie nicht ausgesprochen filigran ist. Ich habe mal einen Niva gehabt, das war jeden Morgen russisches Roulette, ob der anspringt oder nicht, wäre aber fast eine eigene Geschichte. Also die russische Technik ist immer etwas globig, keine Angst, das heißt nicht, dass Sputnik 5 so groß wäre, aber die anderen Techniksachen sind sehr groß und die Russen haben ja auch eine Konkurrenz zu GPS entwickelt. Und das ein Navigationssystem und das wollte man dann Putin zeigen, wie wunderbar das funktioniert und hat das dann an seiner Lieblingshündin Conny befestigt. Das wird eine eigene Geschichte, warum die Conny heißt, daran erinnern, erzähle ich ein anderes Mal. Und die sollte dann auf seinem riesigen Park in Novoagarowa auf seiner Residenz mit diesem russischen Navigationssystem spazieren gehen und der Präsident sollte das dann verfolgen. Dann hat man also diesem armen Hund, hat man dieses Navigationssystem um den Hals gemacht und das ist aber nicht wie so ein kleiner Navigator da von TomTom oder anderen, sondern es ist eine richtige Pflunder und die Conny ließ sich sofort fallen und die Conny war nicht dazu zu bewegen, mit diesem Riesengerät um den Hals sich zu bewegen. Bevor es in ein Desaster endete, hat man dann einen Soldaten der Kreml-Leibwache auserkoren, dass er mit diesem Gerät dann spazieren ging und sozusagen den Hund machte. Ja, vielleicht kommt der Begriff auf den Hund gekommen daher, aber nein, der ist ja schon älter. Sie sehen, wenn man lange in Russland war, hat man immer etwas zu lachen. So, und jetzt mache ich Schluss. Ein bisschen Geburtstag feiern will ich auch noch. Nochmal ganz herzlichen Dank für alle Glückwünsche. Grüße aus dem Herzen von Berlin. Danke, ciao, tschüss.